Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind mal wieder in Skyrim unterwegs. Nilsine ist noch eins unserer. Ich würde mehr reisen, aber wer will sich in diesen Zeiten schon mit all den Soldaten herumschlagen? Nilsine Schmetterschild, immer noch eins unserer Ziele. Wenn ihr etwas Zeit habt, schaut bei meinem Haus der Kuriositäten vorbei. Ja, mach ich. Gehört, dass sie die Dämmerwache zurück ins Leben gerufen haben. Jetzt haben die mich aus dem Konzept gebracht. Nilsine Schmetterschild, immer noch eins unserer Ziele, was wir erlegen müssen. Und das habe ich jetzt eigentlich vor. Aber erst muss ich mich hier umgucken. Flöte, Trommel. Ja. Gold. Also klar, Gold nehme ich mit, ohne Frage, aber jetzt Sachen, die wir nicht gebrauchen können, nehme ich auch nicht mit. Ich habe euch nichts zu sagen. Lasst mich einfach in Ruhe. Okay. Schnell speichern. Lydia, nicht gleich umnieten, bitte. Bitte nicht gleich umnieten. Das versuchen wir nochmal. Das hat gut geklappt. Aber jetzt den. Was denkt ihr, was ihr da macht? Okay. Nochmal schnell speichern. Nochmal. Oh nein, das kommt nicht in Frage. Das habe ich mir schon gedacht, dass die bei dem jetzt aufwacht. Aber wir haben genug geklaut, das sollte reichen. Was jetzt kommt, ist eigentlich relativ simpel. Oh, ein Stein von Barentia. Barentia. Ihr müsst mal euer Haus ein bisschen überarbeiten. Die Lotuslösung habe ich ja nicht mehr. Eisenpfeil, ernsthaft? Nein. Ich will einen vernünftigen Knochenpfeil. So, Eisenpfeil. Lass ich alle fallen. So, Nilsine, das war's dann auch mit dir. Und wir haben nur 4 Minuten. 6 Minuten dafür gebraucht. Nee, 4 Minuten dafür gebraucht. Blut. Hier ist jede Menge Blut. So, wir haben hier. J. Melde dich bei der Waffe. Ja, mach mal. Krieg ist alles andere als glorreich. Krieg ist nie glorreich. Nur
So, wenn wir schon mal hier sind, können wir diese Questreihe gleich mitmachen. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Ich habe mit den Zeugen gesprochen. Wie immer, niemand hat etwas Brauchbares gesehen. Der Dreckskerl ist schon wieder entkommen. Es könnte mehr dahinter stecken. Lasst mich euch helfen. Hört zu, wenn ihr glaubt, ihr könnt das besser als die vielen Wachtposten, dann nur zu. Aber ihr müsst erst mit Yorlife reden. Wir können nicht jeden herumlaufen und behaupten lassen, er sei in offizieller Funktion unterwegs. Wenn er damit einverstanden ist, reden wir darüber. Okay. Wo ist Yorlife? It's Yorlife. Schlechter Witz. Daran habt ihr euch doch mittlerweile gewöhnt. It's Yorlife. Wir haben einen Spitznamen für alle, die sich mit uns Wachen hier in Windhelm anlegen. Selbstmörder. Ach, ist das so? Sackgesicht. Wahlgruf gibt uns keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Mir gehört der Frostdistelhof außerhalb der Stadt. Ehrliche Arbeit. Wenn auch die Grausammeerfamilie besteht seit Generationen aus Seeleuten. Ich bereue es. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Das weiß er. Sie alle wissen es. Wie lange werdet ihr warten? Ihr meint, ich müsste Balgruuf eine deutlichere Botschaft schicken. Sofern ihr damit meint, dass ihm jemand ein Schwert in die Kehle bohrt? Seine Stadt einzunehmen und schimpfen. Hände über ihn zu bringen, wäre eine mächtigere Botschaft, meint ihr nicht? Wir sind also wirklich bereit, diesen Krieg zu beginnen. Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Du, Yorlife, warum liegst du in der Abstellkammer? Ich habe von diesen Morden gehört. Es sind wahrhaft schwere Zeiten, wenn Menschen ihre Brüder wie Tiere jagen. Meine Männer sind ohnehin schon überlastet. Wenn ihr eure Hilfe anbietet, nehme ich sie gerne an. Die Wachen werden den Befehl erhalten, euch gegebenenfalls zur Seite zu stehen. Ich werde euch ebenfalls nach Kräften unterstützen. Finde ich sogar noch besser. Untersuche. Dann sollen sie mit ihrem falschen Königen sterben. Wir sind schon seit langer Zeit Soldaten. Wir kennen den Preis der Freiheit. Muss ich nochmal mit dir reden? Ich bin kein großer Stratege, aber Fürst Ulfric hört sich trotzdem an, was ich zu sagen habe. Okay, dann lass uns mal gerade sprechen. Was macht ihr für den Jarl? Für Ulfric? Oh, keine offizielle Funktion. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Er scheint meinen Rat zu schätzen und dafür bin ich ihm dankbar. Ich bin in kriegerischen Dingen nicht besonders bewandert und ich glaube, dass er sich ab und zu gerne eine unbedarfte Meinung anhört. Ja, aber warum kämpft ihr? Was könnt ihr mir über Windhelm erzählen? Ich bin hier aufgewachsen. Ist kälter als Admora, aber dadurch wächst einem der Bart dicker. Diese Mauern haben eine lange Geschichte. Wir versuchen, ein neues Kapitel zu schreiben. Es ist schön, das miterleben zu dürfen. Also erstens. Das Ding, was du da im Gesicht hast, ist kein Bart. Naja, es ist schon ein Bart, aber es ist ein Schnurrbart. Ein Schnäuzer. Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr da etwas? Der Jarl hat eine Belohnung für das Töten eines Riesen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Schon wieder ein Riese? Ernsthaft? Möget ihr sich erreißen. Es ist gefährlich. Ich kämpfe, damit alle meine bisherigen Kämpfe nicht vergebens waren. Ich kämpfe, weil ich es muss. Eure Worte verschaffen unser aller Gefühle Ausdruck, Ulfric. Darum werdet ihr auch zum Großkönig gewählt werden. Doch der Tag, an dem Worte genügen, wird auch der Tag sein, an dem Soldaten wie wir nicht mehr gebraucht werden. Und an diesem Tag würde ich mich mit Freuden von der Welt zurückziehen. Ja. Aber bis dahin haben wir einen Krieg zu planen. So, Ulfric. Du alter Sturmmantel. Nur Dunkelköpfe oder Helden nähern sich einem Jarl ungefragt.
Kenne ich euch? Ich glaube, wir kennen uns schon. Ich war in Helgen. Ah, ja. Für den Richtblock bestimmt, wenn ich mich nicht irre. Ich wurde freigelassen. Ich hätte überall hingehen können. Ich bin hier, um das Kaiser... Nein, bin ich nicht. Nö. Möge Talos über euch wachen. Ja, nee, du mich auch. Also, ja, danke Talos, aber... Bleib weg von... Was für ein blöder Affe. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Wey! Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ach so. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Das glaube ich nicht. Jorlaf hat mir gestattet, bei der Untersuchung zu helfen. Also gut. Mir ist aufgefallen, dass eine Blutspur von hier fortführt. Helgiert hat die Leiche in die Halle der Toten gebracht, um sie zur Bestattung vorzubereiten. Sie ist etwas verrückt, aber wenn sie von etwas eine Ahnung hat, dann sind es Leichen. Eigentlich möchte ich mir den Ort hier noch angucken. Und ich möchte eigentlich ganz gern der Blutspur folgen. Halle der Toten. It's your life. Ich schwöre euch, jedes Mal, wenn ich anfange zu singen, schaltet irgendeiner von euch ab. Jo. So, wo ist denn Jorla? Wie heißt du noch gleich? Helge. Großer diagonaler Schnitt von der linken Schulter. Großer diagonaler Schnitt von der linken Schulter. Ja, das Ding wurde schon, das arme Mädchen wurde schon, wow. Großer diagonaler Schnitt von der linken Schulter. Ist euch etwas Sonderbares an der Leiche aufgefallen? Nun, sie ist tot. Wow. Aber das ist wohl nicht ungewöhnlich. Doch. Jedenfalls nicht für jemanden in diesem Raum. Mag sein. Mich natürlich ausgenommen. Und mich. Verzeiht, ich habe nur einen kleinen Spaß gemacht. Aber einen komischen. Und die Leiche? Ja, natürlich. Das einzig Ungewöhnliche ist die Form der Schnitte. Sie sehen aus, als stammten sie von... Nun, die alten Nord haben solche geschwungenen Klingen beim Einbalsamieren ihrer Toten verwendet. Ich weiß nicht, wer in Windhelm so etwas überhaupt haben könnte. Außer mir natürlich. Du bist es. Falls ihr noch etwas findet, lasst es mich wissen. Ich würde mir nicht zu viele Hoffnungen machen. Nun muss ich wirklich zu der Leiche zurückkehren. Es ist viel Arbeit, sie für das Grab vorzubereiten. Ja. Jetzt. Kommt, wir machen jetzt mal ein bisschen. Real Talk. Und wenn ich sage Real Talk, dann meine ich Gespräche über die Realität. Beerdigungen sind scheiße. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage. Ist so. Vor kurzem habe ich meinen Stiefvater erst verloren. Darum ist Montag auch die Folge ausgefallen, was mir leid tut. Ihr kriegt heute eine Doppelfolge. Ja. Ist jetzt ein bisschen depressiv, tut mir leid. Man muss aber drüber reden. Also, Tod ist scheiße. Für manche Leute
eine absolute Erlösung. Und daher müssten wir uns damit abfinden. Ich habe die Unterstützung Your Lives. Was wollt ihr, Barde? Hä? Wieso Barde? Ach so, stimmt, ich bin Barde. So, wir folgen mal dem Blut. Wir haben ja schon gesehen, wo es hinführt. Da. Mhm. Oh. Habe ich, ja, ich habe den passenden Schlüssel geklaut. Den Spuren auf dem Boden nachzuurteilen, muss diese Kiste vor kurzem an die Wand geschoben worden sein. Hütet euch vor dem Schlechter. Tagebuch des Schlechters. Das Tagebuch. Erstmal das hier. Hütet euch vor dem Schlechter, dem Mörder, der die Straßen von Windhelm unsicher macht. Diese elenden Zeiten lassen jeden seine Tugenden vergessen. Werdet nicht zu seinem nächsten Opfer. Sucht Viola Giordano auf, wenn ihr verdächtige Umtriebe bemerkt. Tagebuch des Schlechters Nummer 1. Hallo, Maus. Nein. Bücher. Danke. Es läuft. Es läuft alles wie am Schnürchen. Ich habe gute Quellen für Knochen, Fleisch und Blut aufgetan. Aber was Sehnen und Mark angeht, ist die Auswahl bescheidener. Egal. In der Stadt wimmelt es von verächtlichen Schwachköpfen, die niemand vermissen wird. Letzte Nacht wäre es mir fast gelungen, Susanna zu schnappen, als sie das Haus Kerzenschein verließ. So eine dämliche Wache tauchte genau im falschen Moment auf und ich musste kehrt machen. Nur ein kleiner Spaziergang und so weiter. Es wird sich wieder eine Gelegenheit ergeben, doch der Augenblick rückt näher. Ich denke an meine Zeit in Winterfeste zurück. All die Geisteskraft, die sie da oben in ihren Türmen verschwenden. Sie erforschen lediglich die Magie, die sie bereits kennen. Ich entdecke hier eine ganz neue Magie, etwas, das tiefer reicht als bloße Zauberkunststückchen aus Feuer und Licht. Diese Fleischmagie ist älter als wir, vielleicht sogar älter als die Welt selbst. Ich zupfe an den Zipfeln des Stoffes, aus dem das Universum besteht und dort, wo er sich wölbt und faltet, werde ich meinen größten Triumph schaffen. Wow. Noch ein Versuch, das Kerzenscheinmädchen zu erwischen. Sie ist ein bisschen zu vorsichtig, aber diese starken Gelenke, die sie besitzt, sollten die verzüglichsten Sehnen beherbergen. Die Mühe wert, heute Nacht. So, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen schön für euch vorgelesen. Dem Staub nachzuurteilen, wurde sie wahrscheinlich vom vorherigen Bewohner zurückgelassen. Gut. In diesem Regal liegen noch mehr von diesen schlechter Steckbriefen aus der Stadt. Ein Stapel sieht seltsam aus. Ja. Ich nehme die jetzt. Oh, da war ein Amulett. Gleich mal gucken, was für eins.
Dieser Schrank wurde aus einem bestimmten Grund an der Wand festgenagelt. Öffnen. Oh, da ist eine falsche Rückwand. Krass. So, was haben wir hier? Jede Menge menschliche Überreste. Untersuchen Altar. Und dieser Altar wurde mit unbekannter Magie erschaffen. Sieht aus, als würde jemand Körperteile für einen grausigen Zweck verwenden. Nein, wie kommst du da drauf? Tagebuch des Schlechters Nummer 2. 17 Sehnen und gemischte Bänder. 173 Knochenfragmente für den Zusammenbau. Etwa 4 Eimer voll Blut, am besten Nord. 6 Löffel Knochenmark, nicht mehr als 2 vom Schenkel. 12 Meter Fleisch vor dem Schnitt. Sternenlesen zum Rande des Eisverstands. Schau die Lichter bestaunenden Seelentanz. Sie enthüllen die Zeit, da sich ein Funken zündet, wenn unter geschickten Händen das Verweste zusammenfindet. Übersetzung eines Altmörtextes gemäß der Interpretation der Eileiden und zuerst von den Altmör übertragen. Autor und Herkunft unbekannt. Bald. Ja. Dieser gut erhaltene Kleiderschrank wurde aus einem bestimmten Grund zurückgelassen. Nichts drin. So, wir gucken mal um. Und finden eigentlich nur Schrott. Beziehungsweise leere Räume. Leere Räume, vage Träume. Hier ist nichts. Nein, hier oben ist tatsächlich gar nichts. Aber wir sind mit der Untersuchung, glaube ich, noch gar nicht fertig. Geh den Hinweisen aus Jerim nach. Ja, aber was für Hinweise? Die Kette. Seltsames Amulett. Habe ich das jetzt? Ja. Es sieht schon cool aus. Okay. Tatsächlich bringt mir das nichts. Ich hab die unten. Also, ich habe mir die Sachen angeguckt. Ich kann mit Helgrid reden. So hieß sie doch, ne? Helgrid ist aus der Halle der Toten. Und dann schauen wir mal, was sie uns dazu sagt. Danach gehe ich zu Yorleif. Großer diagonaler Schnitt von der linken Schulter. Ja. Großer diagonaler Schnitt von der linken Schulter. Zum 10. Mal, ja. Okay. Ich... Oh Gott, jetzt habe ich gerade auf mein Stream Deck geguckt und guck so. Warum leuchtet der Record-Button nicht? Warum leuchtet der nicht? Und dann sehe ich, das ist der Record-Pause-Button. Jetzt hatte ich Panik. Gott, hatte ich jetzt Panik. Baldruf gibt uns keine klare Antwort. Och Mann, Alter, mach den Kopf zu. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Ich bin kein großer Strateg, aber Fürst Ulfric hört sich trotzdem an, was ich zu sagen habe. Ja, das weiß ich doch schon. Könnt ihr mir etwas über den Schlechter erzählen? Habt ihr mit Viola Giordano gesprochen? Sie hängt die Dinger in der ganzen Stadt auf, aber irgendwer nimmt sie immer wieder ab. Fragt sie danach, wenn ihr euch die Ohren voll schwatzen lassen wollt.
Wisst ihr, was das für ein Amulett ist? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich würde es Calixto im Haus der Kuriositäten bringen. Er hat einen guten Blick für seltsamen Krimskrams. Vielleicht gibt er euch ja sogar etwas Gold dafür. Sind also wirklich bereit, diesen Krieg zu beginnen? Dann lasst sicher reißen. Bald ist gefährlich da draußen. Ich sage, ihr erledigt sie alle. Torik war nur eine Botschaft für die anderen Jahr. Jetzt stehen die Idioten jetzt. Wird die Unterstützung unserer Armeen benötigen. Wir sind bereit. Ich warte mal kurz 4 Stunden. Jetzt, wenn ihr seid. Alles hängt von Weißlauf ab. Wenn ja, wir die und Stadt ohne Blutvergießen einnehmen können, umso besser. Aber wenn nicht. Du Affe, das wird garantiert nicht passieren, weil ich werde Weißlauf verteidigen um jeden Preis. Viola Giordano. Seid auf der Hut. Ich verfolge ihn schon seit Monaten. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, ich versuche ihn zu finden. Die Wachen wollen mir nicht helfen. Die Leute wollen mir nicht helfen. Außer mir glaubt niemand, dass es möglich ist, ihn zu fangen. Warum können die Wachen nicht helfen? Sie sagen, sie hätten wegen des Krieges alle Hände voll zu tun. Aber was bringt es, einen Krieg zu gewinnen, wenn wir immer noch von einem aus unserer Mitte terrorisiert werden? Dieses Tagebuch habe ich im Versteck des Mörders gefunden. Nee, wir können erst mal. Wie kann es den anderen nur gleichgültig sein? Es ist ihnen ja nicht gleichgültig. Es denkt nur keiner von ihnen daran, etwas dagegen zu unternehmen. Die Leute sagen, ich störe nur jeden mit meiner Schnüffelei. Dabei versuche ich doch, Leben zu retten. Dieses Tagebuch habe ich im Versteck des Mörders gefunden. Was? Und was steht da? Klingt, als ob der Hofzauberer experimentiert hätte. Wunfert. Um ihn ranken sich schon seit Jahren Gerüchte, soweit ich zurückdenken kann, um genau zu sein. Er ist ein gefährlicher Mann. Deshalb nennt man ihn auch den Unlebendigen. Ich würde ihn nicht direkt konfrontieren. Diese Informationen müssen direkt zum Vogt. Er wird euch zuhören. Ja, aber können wir sicher sein, dass Wundpferd der Richtige ist? Weil wenn das nicht ist, dann Hä? Mein Herr, wollt ihr schöne Blumen kaufen? Bitte. Blumen? Nein! Was will ich denn mit Blumen? Alter, die nehme ich in der Hand, da ist sie tot. Aber, na gut, sicher. Was ist es denn? Nicht viel. Hoffentlich gefallen sie euch. Nee. Nee. Boah, nee. Okay. Wer bist du? Wo sind deine Eltern? Sie sind tot. Meine Mama ist gestorben, als ich klein war. Ich kann mich nicht sehr gut an sie erinnern. Mein Vater war ein Soldat der Sturmmäntel. Eines Tages zog er in den Dienst und kam nicht mehr zurück. Ich verkaufe Blumen, damit ich Essen kaufen kann. Es ist nicht viel. Aber was soll ich sonst machen? Ich könnte. Aber ich tue es nicht. Noch nicht. So, Calixto, Haus der Kuriositäten. Sadris Gebrauchtwaren. Malthyr Elenil. Ich dachte, im grauen Bezirk wäre es sicher für mein Kind. Ich habe mich geirrt. Schon mal überlegt, nach Morrowind zu ziehen? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke, in das Land meiner Vorfahren zurückzukehren. Aber trotz der derben Behandlung durch Ulfric und seinesgleichen halten mich hier Freundschaftsbande. Es macht vermutlich mehr Ärger, alles zusammenzupacken und fortzugehen, als zu bleiben. Außerdem kann Ambaris den Club nicht allein leiten. Was ist der graue Bezirk? Windhelm ist in 4 Viertel unterteilt. Im grauen Bezirk leben die Dunkelelfen der Stadt. Wenn er euch wie ein verarmtes Ghetto vorkommt, dann darum, weil er das auch ist. Ulfric zieht es vor, uns im Elend leben zu lassen. Er hat für alles, was kein Nord ist, nichts als Verachtung übrig. Er toleriert uns zwar, aber weiter geht seine Gastfreundschaft nicht. Hm.
Ihr habt ja gesehen, wie wir leben. Beengte Gassen, heruntergekommene Gebäude, kaum Wachpatrouille. Schon der Name Grauer Bezirk ist eine Beleidigung. New Gnesis Corner Club? Okay, da will ich reingucken. Der Graue Bezirk ist nicht mehr sehr ansehnlich, aber früher war es dort gar nicht so schlimm. Aha. Aha. Kommt der jetzt eigentlich tatsächlich hier hoch? Nee, er kommt mir nicht hinterher. Auch schön. Wir reden später mit all den Leuten hier. Ich muss jetzt erstmal Arteron Residenz. Wo ist denn Calixto? Califlixto? Calimero? Ein Drache hat Kühneshain angegriffen. Boah, eine aber Frau. Warum diesen Ort? Gibt es denn keine sichere Zukunft? Ich fürchte nicht. Ich fürchte nicht. So, da waren wir drin. Arteron Residenz. Das Haus der Kuriositäten ist bestimmt nicht hier. Gehen wir mal da vorne schauen.